Wie erkennt man eigentlich, was für ein Hauttyp man ist? In dem Video geht es um sensible Haut. Hey, ich bin Josie und Petit Model und werde in kommender Zeit alle Hauttypen erklären. Danach werden wir Naturkosmetik für Haut, Haare und uns selber machen. Also speichert das Video und macht gern das Plus weg, um nichts zu verpassen. Sensible Haut ist oft kein Dauerzustand und kann genauso schnell verschwinden, wie sie gekommen ist. Sobald man den Auslöser gefunden hat, lässt sie sich gut in den Griff bekommen. Wie erkennt man aber sensible Haut? Sensible Haut ist in den meisten Fällen auch trocken oder dehydriert und eher selten ölig. Nach der Reinigung neigt sie zu Rötungen und Brennen. Ein Spannungsgefühl und auf neue Haut Produkte oder Nahrungsmittel reagiert sie oft gereizt. Der Hautzustand verschlechtert sich phasenweise, kann sich aber auch scheinbar von alleine wieder bessern. Im nächsten Part geht es um die Ursachen und die richtige Pflege.